Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Viva 2, meine Modelleisenbahn in einem Videospiel. Ich habe hier mir schon sehr viel aufgebaut. Wir hatten das mal auch als Let's Play eine Folge, glaube ich. Und ja, ich will vielleicht das mal als ganzes Let's Play machen, das heißt von vorne anfangen und so. Aber jetzt gucken wir uns diese mal an, wie ich die mal gebaut habe. Und ich hoffe von der Stimme her und alles gut. Ich habe nämlich ein neues Headset. Und ganz kurz zum Thema Cutter. Es haben mir ganz viele geschrieben, wegen dem Cutter, weil ich hier noch einen Cutter suche und Thumbnails und so. Ich muss natürlich auch überlegen, weil mir haben jetzt 6, 7 geschrieben über die Kommentare. Und ich muss natürlich auch erstmal gucken, wegen halt, so halt. Weil mein Handy ist halt immer noch nicht da und da bin ich auch gerade am Gucken, ob das auch wirklich dann ankommt, das neue Handy, weil ich das über eBay Kleinanzeigen gekauft habe und so. Und ja, jetzt gucken wir uns mal diese Anlage an. Ach ja, das Spiel heißt Trans. Ach ja, habe ich ja gesagt. Transport Fever 2 heißt das Spiel. Und ja, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen diese Anlage an. Ich habe bei jeder Stadt einen Bahnhof eigentlich gemacht. Manchmal sogar den gleichen verwendet, weil es nicht so viele gibt. Und hier kommen gerade zwei Züge rein. Schön. Ah, ich liebe das. Ja, und mein neues Headset ist nämlich heute gekommen. Deswegen nehme ich auch auf. Oder passt da nicht ganz rein. Deswegen nehme ich auch gerade auf. Und ja. Hier angeschlossen? Nee. Und schließe ich die hier noch mal eben kurz an. In der städtischen Straße. So, eigentlich will ich nur zeigen. Aber ich muss mal eben kurz. So. Dann halt. Ja, guck mal, so geht's. So. Und falls ihr im Hintergrund hört, das ist meine Schwester. Macht mir nichts. Und ja. Nur, ich will das jetzt nicht zweimal aufnehmen. Und ja, das war's auch schon mit dem Bauen. weil ich die Stadt hier habe ich selber hingepflanzt. Und ich finde die sehr cool, weil wenn sie mitfährt, man kann sich ja bewegen. Diese Brücke geht ja auch nach unten. Volle Kanne. DF. Boah. Das sieht schon sehr, sehr nice aus, auch mit dieser Brücke, auch wie steil die nach unten geht, ne? Und diese Brücke, die ist ja auch so mega eigentlich steil. Oh, hier habe ich das noch gemacht. Und ja. Ja, ich stream das Ganze mit OBS. Das heißt, ja, das heißt eigentlich so nichts. Und mir ist okay. Wir wollen natürlich nur gucken. Gucken ist das Thema. Sorry, ich muss mal auf mein Handy gucken, wenn kaputt ist. Es ist natürlich sehr cool, diese Städte hier, weil die auch sehr realistisch gebaut werden. Und hier habe ich meine Highlight, Otterndorf. Es, ja, Otterndorf und Hemmer. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das sind meine zwei, nicht zwei größten Städte, aber naja. Hier habe ich so ein Lager gebaut, ein Containerlager, ein sehr, sehr großes. Mit auch hier riesen Schiffen. Und halt so, es ist mega geil. So, muss mal einen Screenshot machen, weil das sieht sehr cool aus eigentlich. Hier ist noch eine Fabrik. Hier muss ich ein bisschen aufschütten. Und ja, jetzt gehen wir natürlich hier. Oh. Ein Gebäude sollte da nicht drin sein. Natürlich, hier stottert das natürlich ein
bisschen, weil natürlich die Performance natürlich auch nicht so berauschend natürlich ist. Hier haben wir den ICE. Der ist sehr leise. Wir fahren natürlich auf jeden Fall noch mit dem Zug mit und so. Und ich würde sagen, wir fahren hier gleich mit. Mal gucken. Es geht nach Schlitz Süd. So, dann setzen wir uns nämlich mal auf dem Dach. Boah, wie voll das hier ist, ne? Die hohen Gebäude. Ich finde hohe Gebäude, also hier Wolkenkratzer, hier Hochhäuser. Sehr, sehr cool. Und ja. Hier, der kann auch schon fahren. Genau, hier habe ich diese Brücke hier gemacht. Da ist noch einer. Hier noch so ein Leben. Genau, das da hinten habe ich selber gebaut. Hier noch der Flughafen. Fahren wir über die zweite Stadt. Das ist die erste Stadt. Das ist nämlich die zweite Stadt. Da ist noch ein Güterzug. Ich habe mich eher mehr auf Personenzüge fokussiert. Und ja, genau, hier kommt noch ein Sandstrand hin. Denn hier auch abgezäunt und so. Und oh, dieser Sound, ich finde ihn so geil. Da sieht man, glaube ich, auch schon Schlitz. Glaube ich jedenfalls. Und ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu übersteuert, weil ich musste das mit dem Mikro noch ein bisschen testen und so. Und ja, hier ist auch noch ein Güterzug. Schön. Da ist eine Straße. Muss ich dann nachher noch vervollständigen. Ach nee, das ist nämlich die Insel. Die ist auch schon mega. Ich glaube, das ist die größte Stadt hier in meiner Modelleisenbahn. Und ja, oh, jetzt müssen wir leider schon abbremsen. Genau, das war hier diese etwas kleinere Stadt. Genau. Ach, genau, mit dem Parkhaus hier. Der Cat. Hier mit zwei Bahnhöfe. So, passt nämlich genau. Sieht man hier auch. Jetzt fahren wir nämlich nochmal eben mit der Cat ein. Nein, 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 nein. Cat einfach. Genau. Boah, Alter, hier warten ja mega viele Leute. Hier noch eine Fähre. Alter, wie groß diese Stadt ist. Jetzt ist hier an mir auch noch Wasser. Die ist echt mega. Und hier haben wir auch noch einen mega coolen Bahnhof. Hier alle fahren. Der, der und der, der fährt nicht. Die habe ich so hingestellt. Jetzt haben wir mit denen auch, weil der nach Otterndorf fährt. So, sagen wir so sitzen bleiben. Nee, wir bleiben mal hier sitzen. Oder kommt schon, Kollege? Schön. Ist das Sound leider nicht. Und ja, ich werde das vielleicht auf jeden Fall let's playen, weil es ist ein riesen großes Spiel sozusagen und macht auch riesen Bock. Mache ich mal ein bisschen Geschwindigkeit größer. Ich weiß nicht, wie lang das Video wird. Und ja, auf jeden Fall sehr cool. Ach ja. Genau, hier habe ich auch Wasser. Schöner Sound auf jeden Fall. Ich hoffe, der ist nicht zu leise. Fahren die mit
mit 160 Stundenkilometer durch. So ein unbeschränkter Bahnübergang. Ah, schön. Jetzt muss er leider abbremsen. Hier fahren noch Autos. Oh, wir haben jetzt hier rot. Aber. Da, ja. Stimmt, die Straße hier. Oh, jetzt gehen wir nochmal eben kurz hier gucken. Gott, da ist auch mega Stau. Hier ist es gerade ein Autosave. Ja, ich weiß nicht, wie lang die Folge wird. Das war wieder mein Stuhl. Aber es wird nicht so mega lang sein. 10 Minuten nur. Und ich stehe alle im Stau. Da kommt der, mit dem wir eben gerade noch gefahren sind. Und schön. Vielleicht wird es noch einen Teil 2 geben, weil ich schaffe nicht alles in meinem. So. Schön. Echt ein schöner Bahnhof. Hier der Hybrid. Können wir mit dem mitfahren. Wir sind ja hier ganz hinten, stimmt. Ja, der macht hier so eine Schlaufe. Ich habe die 999er Gleise verwendet, deswegen ist er hier so mega schnell. Jetzt machen wir den hier. So, Kollege. Hier ist noch ein ICE. Ja, 1 oder 2 ist das, glaube ich. Hier geht's hoch. Und wir sind fast auf 300. Und wieder zurück, jetzt auch noch ein ICE. Jetzt sind wir auf 300. So. Genau, hier war das. Hier. Einfach eine Straße gekappt. Nee, ist klar. Das nicht geht. Ich hier so laut sein, meine Schwester. So. Durch hier der Bahnübergang. Natürlich geringfügig mit 2, 4, 6 Gleisen. Und hier auch. Nee, ich finde gerade besser. Dunkles Gras. Und. So auf der Straße, ja moin. Ich sehe mich aber nicht. Ich würde sagen, das war's jetzt schon mit dieser kleinen, aber feinen Mini. Ja, doch. Mehr. Mini. Mini. Modelleisenbahn. Es wird auf jeden Fall noch ein Teil 2, vielleicht auch ein Teil 3 geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch ein Teil wollt, lasst natürlich ein Like da, ein Abo da, einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Haut rein. Ciao.